Hallo und herzlich willkommen zum Mastery-Video Zahlenmengen und ihre Darstellung auf der Zahlengerade. In den vergangenen Videos hast du verschiedene Zahlenmengen kennengelernt und geübt, wie man diese auf der Zahlengerade darstellt. Die uns bereits bekannten Figuren haben neben der Zahlengerade noch ein kleines Rätsel gefunden, das sich mit Hilfe eines Zahlencodes knacken lässt. Lass uns Ihnen dabei helfen. Im ersten Schritt geht es darum, die richtigen Zahlen zu finden und diese zu notieren. Dafür schauen wir uns Hinweise an. Wenn es dir zu schnell geht, dann kannst du das Video immer wieder stoppen, um zu überlegen oder um einen Schritt zurückzugehen. Aber lass uns erstmal anfangen. Du wirst jetzt einige Dezimalzahlen finden. Am Ende interessieren wir uns aber lediglich für die einzelnen Ziffern der Zahlen, um das Rätsel zu lösen. Lass dich davon einfach nicht verwirren. Die erste Zahl, die wir suchen, ist eine Dezimalzahl mit einer Kommastelle. Sie liegt zwischen 71 und 72. Die Dezimalstelle unserer Zahl ist durch 2 teilbar. Und die Dezimalstelle ist auch ein Vielfaches von 8. Die zweite Zahl, die wir suchen, ist eine natürliche Zahl. Die Einer- und die Zehnerziffer dieser Zahl sind ungerade. Die gesuchte Zahl ist größer als 27 halbe. Und die Zahl, die wir suchen, ist kleiner als 16 minus 4 Fünftel. Die dritte der gesuchten Zahlen liegt zwischen 11 und 12. Die Zehntelstelle der Zahl ist gerade. Die gesuchte Dezimalstelle der Zahl ist durch 4 teilbar. Die gesuchte Zahl ist größer als 11,5 und kleiner gleich 11,8. Die vierte Zahl, die wir benötigen, um das Rätsel zu lösen, ist eine rationale Zahl mit einer Kommastelle. Die Einerstelle der Zahl ist 0 und die Zehnerstelle ist die kleinste gerade natürliche Zahl. Die Kommastelle der gesuchten Zahl ist ungerade. Und die Zahl ist nur einen Zehntelschritt von der Zahl 21 entfernt. Nun fehlt uns nur noch eine Zahl. Sie ist eine Zahl aus der Menge der ganzen Zahlen. Die Zahl ist ungerade. Die Zahl ist größer als 5. Und die Zahl, die wir suchen, ist kleiner als 9. Jetzt müsstest du alle Felder ausgefüllt haben. Lass uns das einmal überprüfen. Die erste Zahl, die du gefunden haben solltest, war 71,8. Für den Code brauchen wir jedoch nur die Ziffern und nicht das Komma. Deshalb schreiben wir in die leeren Felder die Zahlen 7, 1 und 8. Die nächste Zahl ist 15. Deshalb notieren wir 1 und 5. Die nächsten Hinweise haben uns zur dritten Zahl geführt. Sie lautet 11,8. Also vermerken wir 1, 1, 8. Eine weitere Zahl, die du gefunden haben solltest, war 20,9. In die leeren Felder schreiben wir deshalb 2, 0 und 9. Und zu guter Letzt solltest du noch die Zahl 7 gefunden haben.
Nachdem wir den richtigen Zahlencode eingegeben haben, gruppieren sich die Zahlen neu zusammen und eine Tafel erscheint. Pausiere das Video und finde die Buchstaben, die sich hinter diesen Zahlen verstecken. Großartig! Du hast das Rätsel geknackt und damit auch den Lernzyklus zum Thema Zahlenmengen und ihre Darstellung auf der Zahlengerade erfolgreich abgeschlossen. Herzliche Gratulation! Abschließend möchten wir uns noch bei dir fürs fleißige Mitarbeiten und aufmerksame Zuhören bedanken. Mach's gut!